Spick sozusagen zu dir. Ha, guten Morgen, du. Guten Morgen. Es macht der Fall. Egal, ich komme dafür gerade aus dem Bett. Also, ich bin so wirklich früh aufstehen und ich habe gesehen, kein Problem. Und es ist eigentlich auch nicht. Ja. Aber aus irgendeinem Grund habe ich den Wecker nicht richtig gestellt. Er war also überhaupt nicht informiert gewesen, mein Wecker. Aber siehst du, du hast es auf Minuten noch geschafft. Gott sei Dank. Toll, ich habe mich gefreut auf heute. Ah ja, ja. Weißt du wieso? Weil das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir uns im Bismarck getroffen. Ja. Kannst du dich erinnern? Zwei Jahre her, ich glaube. Was war das für ein Anlass? Geburtstag muss es gewesen sein. Und dann habe ich dich getroffen. Genau. Und dann hat er ja eigentlich versprochen, okay, wir gehen zum Morgenessen, das Bismarck. Das tun wir jetzt hier nicht. Nein. Wir stellen es uns vor. Aber ich habe gesagt, oder gehört vorher, du bist im Jugendherberg. Ja, sag nicht, ich bin so froh. Es ist so lässig. Ein toller Ort, oder? Ja, total. Also ich bin ganz fasziniert von dem Gebäude. Ja. Ja. Und auch von der ganzen Energie, die dort draußen ist. Ja. Ich habe das nicht gewusst, weil ich bin jetzt nicht so der Typ war, den ich in anderen Jugendherbergen gesehen habe. Du in der Welt bist du in die Jugendherberge gegangen. Oh mein Gott, lass mich überlegen. Ja, wie man halt gereist ist durch alle Länder, ist man in der billigsten Bleiben gewesen, ja. Ich lieber in der teuersten. Ich habe nicht mehr viel Geld, aber was liegt's? Ja, nein, das ist so richtig eine spezielle Art von Leuten, die da kommen. Ja, aber die sind toll. Die sind toll. Also abgesehen davon, dass sie auch das Gefühl haben, jemand mal sie mir helfen kann, ich koche oder ich wäsche koche. Ja. Die sind so richtig so engagiert. So, ja. Und sagen dir gleich du. Ich bin jetzt auch nicht so gewöhnt. Also nicht, dass ich es nicht mag, aber ich bin es nicht gewöhnt. Eben vorher vom Bismarck oder vom Vadozer, vom Vadozerhof her. Und jetzt sind im Moment unglaublich viele Schweizer Touristen da. Aha. Die dann eben so nach Anker fragen. Ja, Anker, genau. Mal. Anker. Ja. Mittlerweile weiß ich, was Anker ist. Und dann ich so, ja, machen Sie der Butter oder was? Wir sagen hier, wegen Butter. Butter, ganz normal, wie man es schreibt. Sind Sie von da? Und sie, jawohl, bitte. Ja. Bei der Quote, die hat der Standard. So toll. Und du bist das Mädchen für alles, oder? Genau. Genau. Also ich mache wirklich Frühstück auf, wie ich vorher durfte machen. Eine Stunde später, ganz easy, so nach der Devise noch kein Stress. Ja. Weil die Geschäftsleute im Vaduz haben früher bedient. Ja, klar. Das mehrere Wöller, ich weiß es nicht, oder in Bindern drin. Und das ist ganz etwas anderes. Es ist so richtig lässig. Es ist lässig. Also es ist nicht voll ruhige Kugel, aber es ist lässig. Ja. Und die Betreiber sind sehr gut und darum bin ich auch nicht. Cool. Abgesehen davon, dass ich gestern wieder durfte, wieder mal für Markus fahren. Das Taxi ist das schon, genau. Ja, das mache ich wahnsinnig gerne. Ich habe vorgestern die Sightseeing-Tour durch Liechtenstadt, 2 Stunden. Super. Super. Es ist so also, lässig. Die Leute sind eingestiegen und haben gesagt, fahren Sie uns mal durchs Land, oder ja, was haben Sie für Vorschläge? Und ich weiß es genau. Also, ich habe es auf Englisch, ich habe dann schon ein Programm. Ich gehe meistens mit ihnen zuerst einmal Boje, einmal Kuchelerei, dann sage ich ihnen ein bisschen Schade, die größte Geweide, die Industrie und so. Und dann am Schluss noch Walzer, Schloss Gutenberg und so. Das mache ich auch sehr gerne. Abgesehen davon, Flughafentransfer, aber es sind fast keine mehr gewesen. Ja, logisch, mit, ja, schau, wenn ich schon am Flughafen gefahren bin. Mein Chef war schon Leiter. Ja. Der Markus Riehl. Wenn du denkst, sind in der Woche vielleicht 10 Zürich-Fahrten gewesen. Und jetzt ist es noch ein Monat vielleicht. Ja. Aber jedenfalls eine coole Kombi, wenn du kannst mit den Touristen draußen im Jugendherberg gerade noch anbieten, ich mache eine Sightseeing-Tour, oder? Könnte ja. Also ich weiß nicht, ob sie es machen. Also, ich denke, es sind sehr viele Touristen draußen in der Jugendherberg wegen dem Preis, weil es so günstig ist. Es ist was zahlt man für eine Übernachtung? Je nachdem, in welchem Zimmer. Es gibt Einzelzimmer, also so Doppelzimmer, da sind 2 Betten drin mit Bad. Wow. Wunderschön. Also wirklich unter dem nicht Frühstück, da bist du natürlich schon der Preislage um die 90 Franken, sage ich jetzt einmal. Ja. Mit dem Frühstück. Und dann gibt es natürlich 6er-Zimmer oder 4er-Zimmer. Und dort bist du natürlich bei 45 Franken mein oder so. Gott. Ja. Wir haben also schon Gäste, die länger bleiben. Und dann haben wir das Spiel gesehen.
Ah, noch rausschlafen, wenn sie heimkommen. Oder ja, oder halt länger bleiben, bis okay. sie dann irgendwie einen mega Queen haben oder keine Ahnung. Oh mein Gott, geht so? Oder ja. meinst du mehrere Tage lassen ja. das Geld, oder? Die muss die Unterkunft ja. billig sein, wenn man ja. das Sino verkehrt, ja. wahrscheinlich. Ganz komisch, ganz was komisch. Für eine spannende Klientel, die ja. man da trifft. Total. Oh wow. Weißt du, ich habe es gesehen in der Zeitung, die Jugendherberge, und habe gedacht, wow, da muss ich unbedingt einmal schauen, wie es aussieht. Ja. Ja, ja, es ist schön, es ist lässig, es ist so modern, ja, ja. das Farbkonzept, alles ist sehr, ja. sehr bedacht. Ich muss mal vorbeilaufen und einschauen. Unbedingt, unbedingt. Es gibt auch viele Leute, die so bezwundrig sind, das gleiche mit der Hofkellerei. Und da gibt es dann noch mal eine Hemmschwelle hin, so quasi, kannst du einfach hingehen? Selbstverständlich kann man hingehen. Ah, dort hätte ich eine Hemmschwelle. Gut, ausgezeichnet. Bitte mach. Ja, und wie trifft man dich dort? Ich bin meistens dort, nicht immer, aber meistens. Ah, ist jetzt dein Hauptarbeitgeber sozusagen? Ja, ja. Total. Und ich habe das Glück, dass die Chefin dort, die jetzt draußen sind, ja. wahnsinnig kompetent und fröhlich und toll sind. Mhm. Sie dann mhm. sich selber einbringen in allem. Der mhm. Chef macht auch Zimmer. Also da musst du nicht denken, von wegen, ah, machst du noch Zimmer? Ja, ja, bist du ja, ja. irgendwie so das Housekeeping, Zimmermädel, so ja. Nein, nein, der Chef macht das auch. Ah, ja, weil das ist was Wichtiges. Das machen sie wahnsinnig wichtig, ja. dass das gut gemacht wird. Und dass jeder alles kann so zeigen. Mhm. Ja, schön. Hast du jetzt das Wochenende noch Dienst? Das erste Mal seit langem nicht. Ah. Normalerweise habe ich im Wochenende Dienst. Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich schon ja. länger zu verdotzt war und zu behindern. Aha. Ich habe es geliebt. Also im Prinzip, wenn ich im Wochenende nicht arbeiten darf, habe ich schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Oh mein Gott! Ich schaffe es sogar! Entschuldigung, ich schaffe es sogar! Hey, aber es ist ja perfekt, oder? Ja, und ich bin wirklich meistens so dort, so Gastgeberin. Also das Beste, was mir passiert ist, im Verdutz, in dem Hotel, wo ich sehe, wie, da haben sie mich gefragt, ob mir das Hotel gehören darf. Ich so, nicht ganz, aber fast. I am only the house dragon. The house dragon. The house dragon. So gut. So zuständig für alles. Weil das Schöne ist, wenn du Gefühle hinbringst. Ja. Egal, ja. was du hast. Auch zu behindern. Dort ist es zwar schwieriger gewesen, weil dort wahnsinnig viel lässige, extrem junge, gute Leute sind, mhm. aber da kannst du dich trotzdem einbringen. Mhm. Und das haben sie schon gemerkt, das haben sie auch geschätzt. Also da habe ich auch sehr ein gutes Gefühl mit hinterlassen und auch jetzt noch einen Kontakt mit Michi, mit dem Koch zum Beispiel. Der ist der Burner. Es tut mir eben auch ein schönes Lokal. Gut, jetzt gell, haben wir lange nicht hin können, aber wir haben dort so drei Geburtstag dürfen feiern, so als Gast hier. Und es ist jetzt mal ganz toll gewesen. Ja. Und auch vom. Ich glaube, viele kennen es nicht. Ja, der Osi hat das Gefühl, du kannst da nicht hergehen. Selbstverständlich. Ja, ja. Weißt du, er hat doch dann so, wie hat es geheißen, Essen und Unterhaltung. Genau. Ja, da ist ein deutscher Gobert. Genau. Das habe ich schon gehört, selbst gegangen bin ich, glaube noch nie. Aber wo ich einmal gegangen bin, am Abend, habe ich gefunden, total gediegen. Es hat nicht viele Leute. Ja. Also, es ist ein bisschen privat. Total. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt denn ist, wenn es wieder losgeht. Aber ja. Ja, aber sie hat, ich muss schon sagen, man hat es nicht auf dem Schirm, oder? Bendra, absolut, ja, Bendra ist jetzt nicht irgendwo zum Ausgehen. Aber und jetzt eben quasi so ein komisches Schickimicki-Hotel der Wille. Das ist ganz bodenständig und smart. Also mit dem Smart kann viele etwas nicht anfangen. Weißt, was ist denn überhaupt Smart? Ach so, okay. Was ist Smart? Be Smart. Ja. Ja. Also ich möchte nicht immer smart sein, ich will lieber ein Etipetete so. Und Hügel. Ja, das Smart ist ein gekürzt, aber sind sie gerne. Mhm. Sie schauen wahnsinnig am Gast und orientiert und hinterfragen. Und also. Ja, was ich jetzt mitgemacht, dass die Leute das Gefühl haben, da kann man doch noch übernachten und zum Morgen essen, da kannst du doch nicht so noch gehen. Da. Aber ja. Ja. Ich finde es jetzt vielleicht jetzt heute nur ein Geheimtipp, weil es schon wurscht, wenn es nicht alle Leute wissen, oder? Ja, vor allem Bar, der Walter, der Italiener, nicht? Der ist doch so ein Highlight. Ja, sind alle, alle. Sind alle, aber der Walter, der hat sowas, weißt, der hat richtig, wie sieht man im der Jargon und das Bedienen und so, der Gast ist gewöhnt, das hat er, das zelebriert er. Oh, schön, ja. Das zelebriert er. Und ist egal, kommt. Du, die muss ich gleich mal wieder rein und schauen, nach dem Walter schauen. Ja, unbedingt. Und von dir einen Gruß sagen. Ja, unbedingt. Und dann sagen, hat er gesehen, du gibst mir einen Hugo aus oder so. Ja, genau. Nein, ich war heute noch von ihm. Und dann hat er dann aber auch schön irgendwie noch mal gesehen, weil er war so perfekt. Ich bin auch gern perfekt, aber er ist wirklich perfekt. Ja. Er ist es.
dann zelebriert er das, etc. Egal, musst du keine Angst haben. Der Gast ist der König. Ja. Der Gast ist der König, aber solange er sich benimmt wie der König. Wenn er nicht mehr benimmt wie der König, kommst du zu mir. Dann gehe ich her und tue das regeln. Ja. Und das hat er wirklich zelebriert. Er hat alle geschaut und gemeint, da ist er einfach so. Ja. Richtig gut ab. Und ja, habe ich was mitnehmen können, auch zum Weitermachen. Zum, egal, ist es jetzt da bei der Jugendherberge oder so, irgendwo. Du mit den Leuten einfach wahnsinnig zuvorkommend, aber lass dir nicht alles gefallen. Ja. Es heisst ja den noch nicht. Ja. Aber super. So. Aber es ist schon schön, gell, wenn man so den Kontakt hat, so mit den Touristen. Ja. Also, es, ja, kann ich jetzt sie nachvollziehen, weil ich dort 2 Jahre lang zu Verdutz gearbeitet habe im Zentrum beim Heuladen. Und schön sind wirklich die Ausländer gekommen, die gekommen sind, eingekommen und so gestaunt haben. Ja, so quasi. Oh mein Gott, ist das schön. Was ist in diesem Hügel da für eine Burg? Ja, wohnt da wirklich bei dir? Ja, genau. Kann man nicht die nicht so? Nein. Ja, gell, immer die gleichen Fragen. Nein. Ja, sag nicht bei der Sightseeing-Tour, also das Schrecklichste, wo sie fragen können, aber sie machen es nicht grossartig. Wie alt ist die Burg? Das kann man nicht sagen. Ja. Weil es ist nicht... Das Schloss ist nicht schon immer so da gestanden. Genau. Das ist ja anders da gestanden, es ist schon abbrennt, es ist schon papipapo. Dann habe ich dann aber Gott sei Dank wirklich so historische Nachforschungen gemacht. Die habe ich daheim. Und dann habe ich ein bisschen Informationen. Aber bitte fragen mich nicht, wie alt die Burg ist. Ja. Aber es ist okay, es ist interessant, nicht? Ja. Oder eben, wie alt ist Liechtenstein? Und fühlen dir auch mehr zu der Schweiz zugehörig oder mehr zu Österreich, weil ja quasi Habsburger und das Fürstenhaus mehr von dort ist. Und dann das Lächeln. Und das Wichtigste ist von der Welt, lass dir Zeit mit der Antwort. Lass dir Zeit. Nicht gleich antworten, also ein bisschen und dann ein studieren, wie du es formulieren tust. Das habe ich geglaubt, das habe ich früher nie können. In der Schule auch so. Ach so? Ja, mein Gott, Lehrerin. Bist du ehrlich? Ja, die Lehrerin Stress kam mit mir. Hat man in dem Elterngespräch immer gesehen, sie redet immer drei? Nicht nur drei, sondern mit und sie ist die Einzige, die sich meldet. Ehrlich? Ja, mir hat der Lehrer zum Teil auch leid tun. Weil viele hocken noch drinnen und wollen gerne nicht mitmachen. Ja. Und ich habe das Gefühl, komm, Action. Ein wahnsinnig eifriges Kind. Ja, und ich glaube, ich habe recht viel gelernt durch das, weil ich mich auseinandergesetzt habe mit der Lehrperson. Du bist ja die Scheidschule gegangen, darum denke ich jetzt, wir müssen ja dort nicht verkutscht haben. Ja, da ist herrlich gesehen. Nachts von dort sind Marianen draußen. Da habe ich so gerne mit dem Französischlehrer eine Diskussion gehabt. Lernen wir jetzt da Französisch oder Schweizerisch? Weil er hat noch eine Hand gesehen. Ich dachte, hallo, das ist nicht Französisch. Ich glaube, es heißt Gatravadis. Und er so quasi, ruhig, du hast recht, aber bitte gib mir Ruhe. Ich bin nicht einfach gewesen. Ich glaube auch nicht. Aber er hat mich später noch gegrüßt. Ja, sie ist also gut. Ist nicht so schlimm gewesen. Bist du gerne in die Schule gegangen? Eigentlich schon, ja. Ich habe ganz gute Lehrer gehabt. Ich mag mich erinnern, ich bin dann noch in der Primarschule. St. Elisabeth Uffi. Okay. Ja. Und dort habe ich... Wir haben es lustigerweise gehabt, vor ein paar Tagen haben wir es gehabt. Ich weiß gar nicht, wer ich getroffen habe. Und dann habe ich gesehen, Molly hat er... Guido Wohlfinger gehabt. Okay. Bei Geschichte. Guck mal, bekannt uns, vor, ich hätte es gerade nicht. Bleibt uns ewig in Erinnerung, seine Skript und wie er präsentiert hat. Also ganz schön, ein gutes Vorbild. Der Wohlwend Kurt. Ja, wir haben eine notfallgute Lehre gehabt. Mal finde ich schon. Ich finde es wahnsinnig wichtig, das hinterlässt auch viele. Ja, aber logisch. Wir haben den Öri, dann irgendwie Biologie, haben wir wahnsinnig interessante Marke. Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Hoch, glaube ich. Ja, aber du bist gerne gegangen und es ist etwas total geblieben. Total. Und auch das Gebäude, das Gymnasium draussen, quasi gemischt mit der Realschule, ist total interessant gewesen. Mhm. Auch noch dazu, man hätte so gerne noch einen Raucherraum gegeben. Oh, das sind dann... Adrian Kaisel ist drinnen gehockt, ich weiß nicht, hat er gerucht oder nicht. Oh, jetzt, wenn er es hört. Ich weiß es nicht. Aber musst du dir das geben, da hat es einen Raucherraum, wo die Schüler hin können. Ich, mein Gott, heute ist es ja verpönt. Rauchst du noch? Nein, schon lange nicht mehr, schon etwa 15 Jahre nicht mehr. Ja. 10 Kilo sind dann nachher gekommen. Aber ich bin so happy, dass ich nicht mehr rauche, weil es ist... Es ist ein Laster, der dich stresst. Mhm. Man hat immer gesagt, man raucht zum Entspannen. Kappenschiessen, du kannst schon losschnaufen.
Ja. Nein, gerucht habe ich du? Nie. Ich habe nie gerucht, aber ich mag mich erinnern, ich war mal in der Ferien, für drei, also länger auf dem Weg sind wir da, für drei Monate. Sie hat noch gerucht und als ich zurückkomme von dieser Reise, habe ich mal ein Zigarettenpäckchen gekauft und habe dann gedacht, jetzt probierst du einfach mal. Dann ist mir schlecht geworden. Ich weiß noch, ich habe zum Mura gewohnt und bin dann auf dem Balkon rausgekommen und habe gerucht. Weißt du, im Stillen zum Üben, oder? Ja. Und ich habe gesagt, das sieht so blöd aus. Und wenn du dann da und mir ist Hunde elend geworden. Und dann habe ich gedacht, also, dann werfen wir das Zigarettenpäckchen fort. Gute Entscheidung. Ich habe den Zugang gefunden, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Seit das sonst niemand in meinem Umfeld. Jetzt gerade innen weggerucht, dass man jetzt, weißt, so aus Solidarität mitgerucht hat. Ja, so. Es stimmt, mal, wenn Mama und Papa rauchen oder jemand probiert, ja, dass man es vielleicht... Ja, Papa hat auch zu Ach, schon? Ja, ach, so. Nein, bei uns hat niemand gerucht und ich bin die Einzige, aber ich habe es dann hochoffiziell gemacht, so ab 16 oder 15, 14, keine Ahnung. Ich habe dann zum Fest draussen gerucht, aber ich habe gesagt, ich bin jetzt einfach der Grusige und ich rauche. Aber ja, aber meine Geschwister die haben auch geraucht. Das ist jetzt gerade aber heimlich, aber ich bin dran gekommen. Aber ist egal, das muss jeder selber wissen. Ja, aber ich finde es wahnsinnig schön, wenn man es nicht tut, gerade in der Familie drin und wegen der Kinder, weil das überdreht sich unterfix, ne? Ja, logisch. Gell? Nein, es ist... Ja. Eppig, wenn man nie den Zugang findet. Eben, ich habe ja probiert, aber es hat nicht wenig. Gott sei Dank. Weil es ist nicht gescheit, es ist nicht gesund, es ist teuer und es stinkt. Ja. Also, das schmeckst du selber nicht. Erst nachher, wenn du nicht mehr rauchst, über die ganzen Kleider, die ganzen Haare oder so. Meine Freundin Johnny Dina, da hast du geschmeckt nachher wie ein Grüsel, sag jetzt einmal. Ja, aber es ist gleich gewesen. Also, das finde ich toll, dass man den Lokal nicht mehr raucht. Finde ich super. Also wenn es schon nicht wieder offen gehen würde, was wir ja nicht wissen, dort wird wieder gerade. Okay, aber ich gehe schon aus Prinzip nur irgendwo hin, wo man raucht. Ja. Ganz, also, nein, ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwo gesehen habe, wie man hat geraucht. Gott, jetzt sind wir ja schon alle auch nie mehr gesehen, aber ja. Eben geschweige denn ist das gekommen, wie in Italien war das viele Jahre vorher schon, dass sie verboten haben zum Rauchen in der Öffentlichkeit und in den Lokalen. Ich habe dann fast auch schon irgendwie ertappt mit Fehlern, dass ich geraucht habe irgendwo und dann rausgegangen bin. Und dann ist es in der achten Stadt gekommen. Und ich finde das toll, finde das gut. Weil, also, Entschuldigung, ein Tartel oder so kann man sich dort noch vorstellen, dass dort irgendwie verdroht und das feine Essen. Ja. Du darfst schon selbstverständlich, aber bitte mach das draußen oder irgendwo, aber nicht um das Essen herum. Oder eben halt von mir, das Johnny jetzt wieder, es kann doch nicht sein, dass nachher was eine Luftvergiftung hast, schon abkommst. Nicht? Ja, vor allem gell, mit den langen Haaren ist noch so dünn. Ja, man muss im Prinzip die Haare waschen oder halt duschen und so. Nein, da sind wir froh, so da sind okay. Gell. Und das mit dem Abstand jetzt heute mit dem blöden Covid-Ding, das mit dem Abstand ist mir eigentlich auch noch recht. Ich mag das. Dass in den Läden, die das aufeinander picken oder fast das in die Füße hinfahren im Karren, das ist mir recht, wenn sie ein bisschen Abstand nehmen. Ja, einfach um deine Privatsphäre ein bisschen schützen. Ich finde, ja, es stört mich gerade auch nicht und passt eigentlich, wenn es so bleibt. Auf jeden Fall. Immer müssen allen so, weißt, nachkommen. Ist mir auch sehr recht, wenn ich mir sagen kann. Lieber nicht. Aber so warm und Bussi-Bussi gehe ich mit gewissen Leuten. Ach schon? Also abgesehen davon, es gibt immer noch die Bussi. Bist du Bussi-Bussi? Ich bin Bussi-Bussi. Also ich finde das so schön. Ich habe auch... Also weißt du, aber quer fällt Bussi-Bussi? Nein. Bewusst Bussi-Bussi? Die, die ich sehr mag. Die waren Bussi-Bussi. Also das Wienerische ein bisschen habe ich auch kennengelernt. So, ah, komm her, und wie geht's dir? Und, okay. Das gibt's fast nicht mehr. Also, Gott, das ist jetzt nicht etwas, was ich vermisse dort. Eben schon. Ich bin bei der Bussi-Bussi. Ja, ich lese da ganz einen Haufen spannende Sachen. Ich sage gerade Tatort, Kathi, Sonntagabend. Tatort schauen. Nein. Und noch nie? Nein. Ich glaube, ich habe noch nie angeschaut. Ich bin noch viel schlimmer. Ich schaue das Amerikanische mit den schlimmen Verbrennungen. Mit CIS oder wie das heißt? Wo sie die Leute in so einer blauen Tonne drin entsorgen mit einer Syrie. So, wow. Und das schaue ich, wenn ich nicht schlafen kann. Dann denke ich, mein Gott, mir gut. Und dann fragst du dich, warum es verschlafen ist am Morgen. Nein. Dann denke ich, mein Gott, mir gut. Ich kenne niemanden, der eine blaue Tonne hat.
eine Regentonne hinter dem Haus. Oder mein Bruder, der Alex, war ja früher der Gemeindepolizist und jetzt ist er so ein bisschen Sicherheitsbeauftragter. Und ich glaube, wenn irgendetwas komisches wäre, also da läuft die wirklich ihm an. Ja, der ja. Kommt. Ja. Der kommt. Ja, wirklich auch, ich hatte einmal eine Situation, ich hatte zwei Katzen. Mhm. Und die bringen ja vier heim. Mhm. Dann haben sie mal nicht ein Blindschlier gebraucht, sondern eine richtige Schlange. Ja. Und das war wirklich eine Schlange. Und ich habe so Bruder geschrieben, du, ja. Eine Schlange da. Nein, so, das ist keine Schlange, das ist ein Blindschlier. Aber das wissen wir, die ist ja silbrig. Ja. Und, aber nein, das Teil hat so pünktlich gehabt und papipapo. Er war innerhalb von 5 Minuten bei mir daheim mit Händchen, Schaufel, irgendein so Dings zum Umdrehen. Also er ist gekommen, also der wird schon geschaut. Also er kann so gerne mit Schlangen? Er kann mit Schlangen, ja. Gut, wenn man so jemanden von mir hat, nicht? Fantastisch. Ich müsste jetzt niemand anrufen bei so einer Sache. Was hättest du, wenn du daheim eine Schlange hast? Ich habe wahrscheinlich schreien und rausstehen und vielleicht dem Nachbarn. Ich habe gute Nachbarn. Null, also meine männlichen Nachbarn trauen es zu, dass sie mit einer Schlange hantieren können. Okay. So gerne die Frauen. Ich bin wieder Pfadfinder gesehen und nach der Devise, jetzt musst du dich ein orientieren. Ja. Ein bisschen was Gescheites machen. Ja. Wirklich was Gescheites gemacht. Ich habe sie fixiert, die Schlange. Sie ist halb tot. Bist du aufgestanden oder hast sie vielleicht fixiert? Drauf gucken! Nein! Ich habe sie mit so einem Teil von der Mikrowelle, das ist Abdeckding, fixiert. Aber das ist ja leicht. Dann habe ich noch etwas Schweres drauf. Nein. Das Schlimmste von der Welt wäre von mir, wenn das Ficht mal nicht mehr rum ist. Ja, wenn sie irgendwo verschlafen ist, die kann hinter der Kuh abdecken oder keine Ahnung. Nein. Ich habe sie fixiert. Und dann ist der Alex gekommen, der hat das geregelt. Und das Beste ist die Nachbühnung, die hat das alles beobachtet, die hat das genau gewusst, was bei mir für ein Theater abgeht. Hat fast gelacht, ich weiß nicht, hat sie die Videokamera bereit. Nein. Sie hat wirklich gesagt, sie haben lange Katze gesehen mit dieser Schlange spielen. Und dann haben sie sie mir hingenommen. Wie lange ist sie denn gewesen? Wie gross? Ah, was schätze ich, wenn sie ausgerollt gewesen wäre, etwa einen Meter. Boah. Nein. Ich denke, das liegt etwa ein Gürtel. Hast du den? Mein Gott. Ja, ein Gürtel. Und dann hat er sich ein bisschen bewegt, der Gürtel. Den haben wir fixiert. Boah. Das ist bei mir das Erste. Der wird fixiert. Du wohnst ein bisschen weiter weg von mir, dass ich dir rufen könnte, wenn etwas passiert. Gell? Ich komme. Du kommst? Ich war bei den Pfadfindern gesehen. Wir haben daheim als Kinder, wir sind nicht gross in die Ferien gegangen, aber wir haben wahnsinnig viel erleben dürfen. So kleine Sachen. Und der Papa war über Feuerwehr und dann hat er uns so Film gezeigt von brennenden Gebäuden, wo sich die Leute angesprungen sind und es brennt. Also ich weiß so, Lebensschule, du hast so, Realität. Was tun, wenn es brennt, nicht anspringen auf die Straße. Ja. Nein, nicht vom Balkon anjucken, weil ich keinen Job Feuerwehr. Mhm. Nein, so ganz naheliegende Sachen. Und man braucht keinen Alltag. Auf jeden Fall. Jetzt auch, also gibst du mir noch deine Handynummer, dann rufen dir an bei so Sachen. Ja, also wenn du eine Schlange dort hast, Schlange, und das brennt. Ich habe das Buchs einmal erlebt, in einem Schickimicki-Geschäft, da hat es noch geheißen, Kathi, komm, ich schaue, der Adventskranz brennt. Rief der Chef, nein, ich meine, du Tottel, eigentlich musst du mir rufen, sondern etwas tun. Ich bin raus, ich habe geschaut, die Hindri haben so eine Handtüchle nass gemacht, plätschnass, bei Föri und hast drüber geworfen. Aus die Maus. Ja. Das hätte noch ein bisschen gelohnt. Ja. Kannst du nicht auf den Trüff oder nichts? Es brennt. Aber es kann mich erinnern, wenn wir nicht im Schulzimmer der Adventskranz brennt. Ja. Einfach, du bist halt nicht drauf gelogen und plötzlich brennt das Licht los und es ist ganz brennen drunter noch gesehen. Und was ich gemacht habe, ich habe das Fenster aufgemacht und habe nicht rausgeworfen. Es ist auch eine Möglichkeit. Ja, aber gell, es sind viele oder auch mit einer Pfanne, wo das Öl brennt und so. Ja. Entschuldigung, es ist lebensgefährlich, weil du kannst dir ein Kind verbrennen und. Ja. Aber es ist okay. Wichtig ist, du tust etwas. Ja. Also ich hoffe, ich brauche die nicht für so Sachen. Ich lieber eine Verkondussauce irgendwo ohne Feuer und alles Mögliche. Ja. Nein, aber so sagen, da bin ich dabei. Oder wenn irgendwo da in der Kreuzung ein Unfall wäre, ich springe aus und helfe. Ah ja? Ja, ich drücke den Knochen hin, da dran abdrücken, was das Blut raus spritzt. Hebe die Hand auf, ich stopfe. Machst du den Luftröhrenschnitt?
Selbstverständlich. Hallo, also, Kuli. Habe ich ja schon gesagt, im Emergency Room. Und wir machen immer Witz bei Grey's Anatomy, oder? Ja, also, genau. Also Luftröhrenschnitt, Thoraxdrainage, kommen wir alles. Genau, ja, das okay. Kommt mir. Also wir haben ein Team in dem Fall. Absolut, dort medizinisch absolut. Sozusagen machen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass überhaupt etwas da ist. Ja. Weil sie ja. Leute fahren vorbei, sie schauen nicht. Oder holen das Handy und machen einen Film. Ja. Gott, das mein ist Gott, so oder? Übel. Ist das so, ja. Ist so übel, was man schon gesagt hat, im Deutschen bei diesen grossen Unfälle, wo sie zum Teil abdecken müssen oder Wasser ja. Sogar gegen ja, die anderen. Ja, das haben jetzt gerade ihre... Hast du gerade umgelogen, Kamol? Ja, schlimm. Das ist meistens furchtbar. Ja. Es geht gerne nicht. Ja, das darf man, gell? Ja. Mhm. Oder zum Teil eben dann in die Medien einhindingsen und die anderen, die Leute, die es eigentlich angeht, wissen es ja gerne, könnten es sagen, aber das studieren die nicht. Glaube ich. Nein, manches ist mehr geworden gegen früher. Ja. Wahrscheinlich schon, weil man heutzutage dann wahrscheinlich einen Film macht und dann hat man es posten, dann hat man 100 Likes über oder 100.000, weil du der Film, oder? Ja. Kannst du dir vorstellen, ja. Kannst du dir vorstellen, in unserer Zeit hier mit dem Handy gehen? Sind wir froh, haben wir gehasst, oder? Absolut. Kann ist noch so schön gewesen, ja, was man nachgemacht so. Hat. Das sagen wir viel. Oder daheim angerufen, so quasi kann man uns einmal treffen und so. Und heute schreiben sie so oberflächliche Sachen in den Chats, drin, in den Handys drin. Ja. Ich finde es so ganz, ganz, ganz traurig. Ich bin seit 7 Jahren Single. Das glaubst du gerne, was da abgeht auf dem Handymarkt. Mal, das höre ich immer wieder von denen, die wie du singst. Ja. Furchtbar. Da ist 80% ist gelogen. Oder denen, die sogar gleich sagen, dass sie irgendwo verbandelt sind und eigentlich was anderes suchen, aber sich ja nicht trennen wollen. So unehrlich. Unehrlich, finde ich. Aber eben, im Lichterstall ist es nicht mega schwierig, Kathi. Sowieso jemanden zu treffen, wo man nicht schon kennt von früher oder weil man verwandt ist. Sie meint es gleich. Okay. Odlehrter Steiner. Aha. Ja. Odlehrter Steiner. Da könntest du ein Buch darüber schreiben. Ha? Ja, aber das mache ich lieber nicht. Es gibt schönere Themen, ja, aber ja. Ich finde es erbärmlich. Ja. Ich bin auch im Kogger gesehen und ein bisschen viel spezielle Sachen gemacht, aber ich stand gerne zu dem, was ich mache. Aber nicht so heimlich feist und die Leute anlügen. Ich kann schon nicht lügen, das steht da drüben. Ich lüge. Ja, wenn du jetzt näher kommst, sagst du es. Darum lüge ich lieber nicht, weil es tut mir nicht, das habe ich von der Hand. Und das finde ich etwas Wichtiges. Also ich weiß nicht, wie es du kannst, aber man soll ehrlich sein, man soll korrekt sein, man kann nicht immer alles richtig machen. Aber man soll schon probieren. Ja. Probieren sollte man es nicht immer so rundum tun. Das mag ich nicht. Und das macht es nicht wahnsinnig viele Türen offen für das andere. Bist du aktiv, immer so mit dem Handy? Denkst du manchmal, ich bin viel zu viel dran? Oder hast du Gnade und siehst, jetzt stelle ich es mal raus? Nein, ich bin viel zu viel dran. Also wenn ich dir eine WhatsApp schicke, komme ich umgehend eine Antwort über? Ja. Ja. Egal um welche Zeit? Ja. Ehrlich? Ja, wenn ich wohne lasse und ich schlafe nicht gern. Ah, okay. Ich bin ausgerüstet. Ich bin wirklich fast verlaufen. 365 Tage. Zum Glück hat es mir angelegt, ich war wirklich pünktlich noch da. Ja. Und das ist so peinlich, wenn ich so, ich bin kein Morgenmuffel und ich stand immer auf. Aber jetzt hatte ich gestern wirklich und vorgestern so viel Programm gehabt, dass ich jetzt wirklich irgendwie ein bisschen erschöpft war. Und dann nachher. Haben sie mich ein bisschen rausgeholt, aber sonst, ich bin immer erreichbar, ich will auch immer lesen, schauen. Du hast kein Haustelefon mehr, du hast schon ein Handy. Ja. Und ich glaube, die Strahlen machen mir gerne nicht, die Strahlen vergleichen wie das Handy. Ja. Also, ich habe so schon ein Bett drin, weißt du, dann habe ich irgendwelche Geschichten angelesen. Ich lese gute Nachtgeschichten von Philipp Malone. Ah, Philipp, von dir ist drei. Ja, klar, kenne ich noch. Ganz spannend. Früher am Sonntag, gell? Genau. Sonntag. Und so monoton und doch spannend. Ja, ich habe gerade im Ohr, wenn du von ihm erzählst. Ist so cool. Ich bin einmal an ein Event gegangen in Zürich, wo die RS3 irgendwie ein Jubiläum hatte. Und hat der Philipp Maloney schon noch auftreten. Okay. Nein, also wenn ich jetzt einschalte und es kommt, muss ich immer an früher denken. Ja, dann stell dir vor, du bist allein und du kannst nicht schlafen und willst einfach etwas hören, was belanglos und doch interessant ist. Das ist der Philipp Malone, ist der Papa. Dann hast du so eine App geladen, wo nur Geschichten von Philipp Malone kommen. Ja, sie lässt es halt so. Ja. Falls ich geschlafen bin. Witzig. Ich liebe es, ich finde es so lässig. Nein, ich sollte jetzt glaub, zum Einschlafen nicht hören, eher etwas Ruhiges, wo einem dann irgendwie so... Ja, es gibt entspannt. Ein bisschen Chillermusik da mit den Regentropfen, Papi, Papi, Philipp Malone ist viel cooler.
Ich schwöre. Oder früher hatte ich noch ihren Mann daneben, der geschnarchelt hat. Irgendwie so monoton. Das ist auch schön. Hallo. Kaffee jetzt kannst du. Ja.